Holzkino. Jetzt ist gerade eine Dohle reingeflogen. Und jetzt kommt die zweite und jetzt müsst ihr warten. Witterung. Die Dohlenjungen sind gerade gefüttert. Mama und Papa sind gerade reinkommen. Und kommt hier weiter runter? Ich habe von näher unten Zeit zum Fotografieren, wir sind aber die Welt durch zum Fotografieren. Also seit 10 Tagen haben wir eben junge Dohlen erinnern. Das ist richtig, aber total nett, wenn sie kommen zum Füttern, da werden wir einfach total geschnappt. Wahrscheinlich sind 10 Tage, werden es von Fliegen ankommen. Gut. Ja, schön, dass ihr alle rausgefunden habt zu unserer Höhle. Und wir freuen uns aber besonders, wenn auch junge Leute mit sind und Kinder, weil sie das gar nicht so ohne den Aufstieg so rauf. Jetzt habt ihr über 1000 Höhenmeter gemacht. Einige kommen natürlich auch von drüben rüber, aber allein den Edersteig zu gehen, wirklich großartig für alle, die was zu uns raufgeschafft haben. Also wir sind der Höhlenverein, der Fellenberger Eishöhlenverein, und ich freue mich, dass ihr da seid. Uns gibt es jetzt bald 100 Jahre, also nächstes Jahr haben wir Geburtstag. 1924 haben wir schon angefangen, dass wir Höhlentouren anbieten, touristisch. Also schon bald auch 100 Jahre haben wir in Europa eine touristische Höhlenfeier. Warum ist da oben Eis? Oder warum ist genau in der Höhle Eis? Weil das ist relativ ein seltenes Phänomen. Und zwar, da braucht es immer einen kleinen Eingang. Der was eher oben ist. Weil die kalte Luft, die sinkt runter und sinkt bis zum tiefsten Punkt darunter. Die warme Luft, also insgesamt sind es 500 Meter, ist von der Höhle vereist. Die warme Luft geht zum Beispiel alles, was über uns ist. Also zum Beispiel da hinten, wenn jemand im Hell halten muss, wenn er so tut, dann bitte fester machen. Ja. Nein, er muss fest. Du hast so einen kleinen Kopf, dann hättest du was gesagt, dann hätte man einen anderen Hell. Oder kann jemand wechseln von den Damen oder Herren? Bei mir ist wichtig, dass der Holz bleibt. Der muss halten. Ja. Weil beim Runtergehen, weil es wird irgendwann sehr steil runter, wenn sie so ein Helm bei uns vorbeizischen anfangen, der muss wirklich halten. Macht's die Probe. Der muss halten. Gut, deiner Holz sowieso. Genau, super, danke. Und sonst? Ja. Ja, das wäre auch ganz großartig, weil sonst ist man einfach ein bisschen zu heiß. Also, die kalte Luft, das nennen sie Sackhöhle. Also, Eishöhlen gibt es eben zwei verschiedene. Die dynamische Eishöhle, das ist eben mit Eingang und Ausgang an zwei verschiedene Stellen und dann kann die kalte Luft zirkulieren. Und diese dynamische Eishöhle, diese statische Eishöhle, die hat eben wie ein Sack. Und die kalte Luft kann sich in diesen Sack verwunden. Dieses Jahr, wenn wir in Mitte Mai sind, das erste Mal reinkommen, da haben wir noch 3 Säulen gehabt. Also alles, was da hinten, da seht ihr, da rinnt Wasser runter. Da ist eine, da rinnt Wasser runter. Und da haben wir riesengroße Eissäulen. Also da, wo hier steht, Familie, ganz hinten, das ist ein Teil einer ganz großen Eissäule. Und vorne, das ist der Teil, wo die kleine Eissäule entstanden ist. Na, die haben wir
die haben wir zerstören lassen von der Bundeswehr. Warum? Und zwar, wenn wir hier oben die Eishöhle erschließen, dann brauchen wir ungefähr 1000 Stunden. Also auch dieses Jahr hat die Bundeswehr mitgearbeitet, dann die Höhlenführer haben gearbeitet und ganz viele Freiwillige. Und über 1000 Mann und Frau Stunden haben wir gehabt, um die Höhle wieder begehbar zu machen. Weil das wächst wieder zu. Also das, wenn man das in Ruhe lassen würde, dann wäre da kein Eingang. Bis 1995 hat man noch da über den sogenannten Post